Mal eben Truckerfreunde, seid mir ganz recht herzlich gegrüßt und willkommen und ja, ihr hört es an meiner Stimme, ich bin ziemlich erkältet, das geheißen, ich könnte auch gelegentlich mal ein bisschen abhusten und ich werde auch versuchen, die Folge nicht ganz so lang werden zu lassen, denn meine Stimme ist doch arg angeschlagen und ja, aber ich wollte euch natürlich den entsprechenden Sonntag ohne Eurotruck 2 nicht geben, ne? Denn ihr wartet ja auch sehnsüchtig drauf, das haben zumindest eine schon in die Kommentare geschrieben und das freut mich natürlich. Ich quatsche jetzt gar nicht lange rum. Wir gehen jetzt mal kurz auf Auftragsangebot. Wenn ich heute nicht in Bestform bin, bitte seht es mir nach. Ich bin echt irgendwie ein bisschen durch. So, Berufskraftfahrer, dann gucken wir mal, was wir hier so an. So, Rostock-Duisburg. Die Strecke ist nicht ganz so lang, gibt 8700. Ich habe übrigens ein Halsbonbon drin. Bitte seht es mir nach, aber das geht aktuell nicht ohne. Ja, aber ich finde, das klingt doch ganz gut, ne? Also fahren wir nach Duisburg. Von Rostock nach Duisburg. Habe ich diesmal auch fast richtig begriffen, ne? So, das gibt 8 Mille, den nehmen wir mal. Okay, ist nicht zu lang, das könnte ich sogar hinkriegen. Ne? Gehen wir mal auf Auftrag annehmen und dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß. Ich guck mal ganz kurz gucken. Ich werde auch nicht so viel quatschen, was ich noch machen muss auf jeden Fall. Moment. Was ich noch machen muss, ist auf jeden Fall Zim Radio. Dann gucken wir mal ganz kurz hier Zim. So, Voodoo. Elaine Stolen. Okay, dann fangen wir. Ja, komm, fangen wir da mal an. Zim, zam, zum. Ihr kennt das ja wie gehabt, ne? Ganz kurz mal gucken, wie viel gibt es denn da eigentlich noch? Moment. Aha. Planda Ala Porto Pollo. Das haben wir aber irgendwie alles schon mal gehört, ne? Genau, Barbarian Coast. Edward von Helgen. Helges mit Matten. Gut, wir gehen mal jetzt hier so, dann denke ich mal, das dürfen wir noch nicht haben. Okay. Ne? Damit kann man auf jeden Fall gut fahren, ne? Wie gesagt, wenn ihr euch mal andere Musik wünscht, liebe Leute, dann sagt mir das bitte. So, dann gehen wir mal, wir haben jetzt den Auftrag, denke ich mal, angenommen. Gehen wir mal auf Fahren. So, gucken wir uns die Karre mal ganz kurz an. Ah, das ist ein Volvo, cool. Ja, sieht aber nobel aus, ne? Okay, keine Ledersitze, aber... Was fahren wir? Aber wir fahren irgendwie Holz. Oder mal ganz kurz hier mal... Okay, das ist... Die muss ich echt mal wegmachen. Okay. Ah, Röhren. Wir fahren Röhren. Wir haben ja schon mal Röhren gefahren. Müssen die aufpassen, ne? Wenn ich Röhren fahre, dann können wir auch durchgucken. Guten Tag, ne? Okay, Zim, zam. So, dann müsstet ihr normalerweise was sehen. Okay. Gut, wir müssen jetzt wo lang? Wir müssen da vorne... Rechts. Boah, das ist ja ganz schön viel Schnickschnack. Der Moment, stehe ich wieder auf meinem Kabel? Und irgendwie bewegt er sich schon wieder. Nein. So, okay. Ich überlege, warum geht er jetzt runter, Freunde? Ich stehe nicht auf meinem Kabel diesmal. So, okay, gut. Warum auch immer, ich kann es euch nicht genau sagen. Okay. Dann würde ich sagen, wir fahren mal los. So, herzlich willkommen an Bord hier in einem schönen Volvo, ne? Gut, da vorne müssen wir, glaube ich, links. Da ist ein Vorfahrt 8-Schild. So, okay. So. Moment. Was ist jetzt? Moment, ganz kurz mal schauen. Irgendwie verstehe ich das nicht ganz. Mein Gamepad verruckelt wieder ein bisschen. Ich verstehe das ehrlich gesagt nicht. So sieht es aber ganz gut aus, okay. So, wir müssen nach links, dann gucken wir mal. Okay, da kommt natürlich schon was. Da kommt nichts, das heißt, da ist frei. Und da scheint eine grüne Ampel zu sein. Dann gehen wir jetzt mal rotz. Okay, ich bin natürlich jetzt länger nicht gefahren. Liebe Leute, es ist Sonntag heute. Ich nehme das also direkt auf, weil ich die letzten Tage echt nicht aufnehmen konnte. Weil der Husten doch so krass war. Ich hoffe, dass das jetzt nicht regelmäßig in dieser Folge auftaucht. Müssen wir jetzt hier schon rein? Nee, das denke ich mal nicht. Ich glaube, da hinten nicht. Da würden wir wieder auf den Hof kommen. Okay, dann fahren wir jetzt mal einen Moment. Oh, da wird es rot. Schade eigentlich. Aber hier müssen wir eh gleich rechts. Dann gucken wir mal. Okay. Ja, wir haben ein paar dicke Röhren an Bord. Ne? Das kann vorkommen. Schöner LKW eigentlich. Ne? Das ist ein... Volvo, muss man schon sagen. Gut, dann gehen wir wieder rein. Zim. So, wenn ich so, müsstet ihr ungefähr
Wobei, das ist ein bisschen höher. Ich hoffe, dass ihr die Armaturen trotz allem sehen könnt. Der drängelt sich da einfach mal vor. Okay. Okay, wir haben leicht den Bordstein touchiert, ne? Aber ich denke mal, das ist okay. Mhm. So, jetzt hoffe ich mal, dass das so von den Einstellungen her okay ist. Wir müssen jetzt da gleich rechts. Na gut, sollten wir hinkriegen, Freunde, ne? So. Wir müssen nach... Oh Gott, ich habe es schon wieder vergessen, Freunde. Hier müssen wir auf jeden Fall runter. Wir müssen, glaube ich... Müssen wir nach Duisburg? Oder müssen wir... Oh, ich sollte, glaube ich, nicht so schnell hier fahren. Wobei, hier geht es gleich bergauf. Dann können wir ruhig ein bisschen Gas geben. Wenn wir wissen, das ist... Was steht da? Radarkontrolle. Okay, ich glaube, mit 55 kann da nicht viel schief gehen, liebe Leute. So, jetzt will ich mal ganz kurz... Moment. Wir müssen nach Duisburg. Okay, das wollte ich nämlich, bevor ich jetzt hier irgendwie wieder stundenlang falsch fahre, Freunde, ne, will ich jetzt erstmal ganz kurz... Rostock, okay. Jetzt können wir erstmal eine Runde heizen. Ja, meine lieben Leute, wart ihr denn dieses Jahr auch schon krank? Also ich, mich hat es ja schon am Anfang des Jahres mal zersemmelt. Und jetzt, das ist jetzt nicht ganz so schlimm, also hat mit Halsschmerzen angefangen. Das ist natürlich immer ein bisschen unschön, ne? Aber die Halsschmerzen sind größtenteils wieder weg. Jetzt ist halt nur noch ein Husten, der mich ziemlich krass schüttelt aktuell. Ne? Habe ich keinen Hustenreiz. Das ist eine prima Sache, vor allen Dingen für euch, liebe Leute. Ne? So, ich glaube, wir müssen hier wieder rüber. Da kommt aber aktuell keiner. So. So, aber der Volvo gefällt mir gut. Ich weiß nicht, ob ihr den richtig sehen könnt, Freunde. Ne? Ich versuche mal so, dass ich... Ja, genau. So, jetzt geht das wieder runter. Freunde, hallo. Was ist mit dem Gamepad los? Ich ziehe da mal rüber, Freunde. Blinke ich sogar für. Das hatte ich schon mal. Ich habe mir das damals so erklärt, dass ich auf dem Kabel gestanden habe mit meinem Stuhl und dass es deswegen so zicken macht. Aber jetzt stehe ich irgendwie nicht auf dem Kabel. So, okay. Er geht immer weiter runter. Komisch, ne? Sehr seltsam, die Sache. Sehr seltsam. Aber okay, ne? Solange wir halbwegs was sehen können. So, wir müssen... Also hier ist aktuell noch alles grün. So, Berlin, Kiel. Na, Kiel waren wir auch schon. Habe ich ja eingeparkt. Habe ich, ob ich heute einparke, liebe Leute, das wage ich eher zu bezweifeln, denn ich bin echt nicht ganz in Form. So, wir müssen, glaube ich, hier weiter geradeaus, ne? Wir fahren bei 90. Ich hoffe, die Radarkontrolle ist zu Ende, ne? Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Ich glaube, wir müssen hier rüber. Da kommt aber noch einer. Okay, so. Gut, wir fahren immer noch stolze 90, ne? Die Karre geht ganz gut am Pin. Ich finde das mit einem weißen Lenkrad, finde ich echt cool, muss ich sagen. Ne? Ich weiß nicht, ob wir das sehen können. So, fahren wir nochmal rüber. So, ready. Da sind wieder die schönen Knubbel, ne? Ganz kurz gucken, ob ich ein bisschen was zeigen von der Landschaft hier. Wir müssen mal Tag fahren. Ne? Die meisten letzten Fahrten haben wir fast alle in der Nacht gemacht. Außer die in Kiel. Da sind wir in den Morgen, in die Morgendämmerung reingedonnert. Ne? Und das ist. Moment. Mhm. Okay. So, ich hoffe, das bleibt jetzt so. Zim, zom, zom. Ich hoffe, dass ihr ein bisschen was von der Armaturen sehen könnt. Er geht wieder von alleine runter. Okay. So. Juto. Der UFO-Mann hat sich übrigens da so ein Wintermod runtergeladen. Das sieht auch irgendwie ganz cool aus, muss ich sagen. Aber hat halt doch ein paar Haken irgendwie so. Gibt es ein paar Probleme mit diesem Wintermod? Ne, die LKWs werden nicht mehr angezeigt mit Ladung hinten drauf und auch sonst ein bisschen was. Es sieht echt geil aus, meine lieben Leute. Aber seid mir nicht böse, dass ich das nicht mache, weil A, ich bin total kein Winterfreund. Also ich bin Fahrradfahrer und Schnee und Eis ist für mich echt das Letzte, was ich brauche. Ne? Und gut, der Winter, ob er jetzt noch so kommt, weiß ich nicht. Aktuell haben wir ja auch keinen Schnee. Insofern ist das schon ganz okay so, dass wir das ohne Wintermod machen. Ich meine, gut, hier die strahlende Sonne. Freunde, was ist hier los? Also strahlende Sonne habe ich hier nicht, aber ich habe zumindest auch keinen Regen. Das ist schon mal eine gute Sache. So. Ja, ich hoffe, dass das mit der Facecam okay soweit ist, Sim, Sam. Aber das irgendwie verzieht das dauernd. Seht ihr das? Seht ihr das? Dauernd geht das irgendwie rüber. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, woran das liegt. Da bin ich vom Bus überholt. Okay, wie sieht's? Schlafen, Müll, der muss nicht pennen. Wir sind noch 6 Stunden unterwegs, echt? Oh.
Ist das denn so weit, ne? Rostock nach Duisburg oder wo waren wir? Waren wir in Rostock? Ich weiß es nicht, Freund. Ich habe es schon wieder vergessen. Wir geben auf jeden Fall mal richtig krass Gas hier, ne? Das ist auf jeden Fall krass Gas geben. Ist eine Spielkind 45 Leidenschaft, ne? Denn ihr wisst ja, der Bengel hat einen Gasfinger, ne? Und ja, da werden sie auf jeden Fall schon wieder langsamer. Das heißt, mit dem Gasfinger komme ich jetzt, glaube ich, aktuell nicht wirklich viel weiter. Jetzt wird es auch schon wieder dunkel, sehe ich das richtig? Ich meine, jetzt muss man ganz kurz, jetzt nicht gerade in der Kurve, aber ich muss nochmal checken, wo das mit dem Licht war, denn das ist jedes Mal irgendwie ein bisschen anders. Da hinten wird es auf jeden Fall grün. Sehr kurvig hier die Strecke, aber auch sehr schön die Richtung. Ne? Hamburg, Kiel, Leipzig, Ankommen. Freunde, was macht ihr hier? Ihr sollt fahren. Boah, wieso geht das? Verdammte Scheiße. Ja, irgendwas passt mit meinem Gamepad nicht so wirklich. Ich hoffe, das ist nicht im Arsch, denn eigentlich, nicht in meinem Arsch, aber kaputt, ihr wisst, was ich meine. Müssen wir jetzt hier runter? Ich glaube, wir müssen hier runter, ne? So, Kiel, Bremen, Leipzig. Ich glaube, wir müssen hier runter. Ich fahr auf jeden Fall mal, komm, hättest mit dem Mann, ne? Gib mir Rechne. Sag, yo, Galbrich, mein Junge, du bist auf jeden Fall richtig hier, ne? Ja, ich als alter Monkey Island-Fan, ne? Ich oute mich, ich bin Monkey Island-Fan durch und durch. So, komm mal hier, pass mal auf. So, gehen wir mal wieder rüber, da müssen wir schon wieder irgendwo hin. Und wir können das mal hier bleiben. Hm. Da kommt einer von hinten. Von hinten? Mhm. So, jetzt muss ich ganz kurz mal gucken. Ich glaube, wir müssen... Ne, Kiel ist, glaube ich, die falsche Richtung diesmal, ne? Wir gehen immer... Okay, wir gehen mal rüber. Ich glaube, das ist richtig. Und jetzt müssen wir die nächste, glaube ich, irgendwie... Wenn ich also die sehe, ne? Pardon, meine Freunde. Das könnte öfter passieren. Ich kann mir leider auch nicht die Hand vom Mund halten, weil ich das Gamepad da drin habe. Pass mal auf, Alter. Soll ich hier anschieben, oder was? Okay, weil ich so eine große Fresse... Jetzt komme ich selbst nicht hinterher, ne? Aber so kennt ihr Spielkind 45. Aber aktuell sieht es noch ganz, ganz gut, glaube ich, aus. Na komm, Kollege, sonst puste ich dich von der Bahn. Allee, ist alles aufgehoben. Ja. Muss ich erstmal ein bisschen hupen, dass du hier, ne? Wir müssen jetzt geradeaus, geradeaus, geradeaus. Ja, jetzt gibt er Kette und ich komme jetzt hier nicht aus den Buschen, ne? Verdammte Kacke. So, wir fahren jetzt erstmal geradeaus. Jetzt haben wir schon wieder 66 drauf. Das ist ja atemberaubende Geschwindigkeit. Ne? Haben die Leute damals gedacht, ne? Wer so schnell fährt, dem pfeifen die Augen durchs Gehirn. Aber das ist, ja... Es hat schon so viele, ne, wissenschaftliche Vorurteile gegeben, dass ich mich jetzt fast hier verfahren hätte. So, wir fahren 85, ich denke mal, da kann man erstmal drauf klarkommen, ne? Da müssen wir schon wieder... Was sind denn das hier alles für... Hamburg? Okay, da kommt erstmal keiner. Ist das Radarkontrolle? Mit 84, ne? Dann müssen wir jetzt hier runter. Radarkontrolle, Ende. Okay. Aber ich bin ja nicht zu schnell gefahren, sonst hätte ich schon Krachen gehört. Bling! Die sind zu schnell gefahren. Speedticket wegen, ne? Scheiße und so, ne? So, okay. Osnabrück. Müssen wir nach Osnabrück? Ich glaube, wir müssen nach Osnabrück, ne? Ganz kurz mal gucken. Nach Duisburg, wir müssen nach Duisburg. Okay. Ja, liebe Leute, ich vergesse das schon mal, ne? Das ist, ne? Wenn man ein gewisses Alter erreicht hat, dann ist das schon mal so mit dem Vergessen und so, ne? Das kann passieren, ne? Seht's mir nach, liebe Freunde, das ist alles halb so wild, ne? Wenn man selbst drinsteckt, ne, dann merkt man es ja nicht so. Oh, ich glaube, wir müssen rüber, ne? Habe ich jetzt mal ohne Blinken gemacht, aber... Ihr wisst ja, wer blinkt, ist ein Angeber, ne? Und insofern... Natürlich nur hier im Spiel, ne? Ansonsten, ne? Bin ich echt immer ziemlich sauer, wenn die Leute nicht blinken. Komm jetzt hier mal rüber, ganz kurz mal gucken. Blinken mal. Pardon, aber das kann ich nicht unterdrücken, Freunde. Ich wollte euch auf jeden Fall eine Folge geben, auch wenn ich hier ein bisschen im Abhusten bin. Hm. Aber ich weiß ja, ihr kriegt eine Entzugsentscheidung, hat ja schon ein Kollege gesagt, ne? Er will sich sonntags immer gerne diese Eurotruck-Folgen reinziehen, ne? Weil die halt nur einmal die Woche kommen. Dann will ich das auf jeden Fall versuchen. Ich konnte diese Woche auch nicht aufnehmen, sag ich gleich, weil ich seit, ja, 3-4 Tagen echt daneben hänge. Hm. Das ist jetzt mein erster Versuch, mal wieder so ein bisschen aufzunehmen und, ich hoffe, dass ich dann nächste Woche zum Aufnehmen komme. Es kann durchaus mal passieren, dass es mal 1-2 Tage keine Videos gibt. Denn das passiert bei mir eigentlich ja super selten bis gar nicht. Aber ne, gesundheitsbedingt kann ich da nicht viel dran ändern. Ich versuche es auf jeden Fall. Ich versuche es irgendwie hinzukriegen, dass das, ne, nahtlos weitergeht. Und insofern
hoffe ich, dass ihr mir nachseht, ne? Und so, parken brauchen wir aktuell nicht. Wie sieht es hier sprittechnisch aus? Ich glaube, das ist auch noch ganz gut, ne? Ja, ja. Das macht auf jeden Fall schon was her. Okay, das ist am Beach, ne? Wo wir Placido Domingo getroffen haben. Mann, sie sind blass. Ich habe Korrekturflüssigkeit gesehen, die hatte mehr Farbe als sie. Wieso zeige ich das denn jetzt rot? Bin ich hier richtig? Ja, die müsste ich richtig sein, ne? Ich denke mal, ich bin richtig, Freunde. Ich habe auf jeden Fall alles, ne, dem Navi entsprechend gemacht, ne? Und insofern 4 Stunden, 290 die Kilometer nehmen auch ab. Insofern gehe ich mal davon aus, dass wir richtig sind, liebe Leute. Ja. Ja, ich weiß gar nicht, was ich so wirklich erzählen soll heute, ne? Ich kann auch nicht ganz so viel erzählen, weil, ne? Jedes Quatschen strengt halt so ein bisschen den Hals an. Obwohl ich ja einen Halsbonbon eigentlich drin habe. Aber ja, wir genießen die wunderschöne Landschaft, ne? Halt's mal ein bisschen, ne? Ach, seht's euch an, ne? Das muss ich ganz kurz mal gucken. Wir müssen. Müssen wir runter? Also aktuell glaube ich nicht, dass wir runter müssen. Es geht das hier schon wieder runter, Freund. Was ist hier für ein Scheiß? Kassel. Aber ich glaube, wir müssen erstmal geradeaus, ne? Boah, der hat gebremst. Cool, dass der gebremst hat. Also, normalerweise fahren die ja rein, die Jungs, ne? Aber ich habe noch geblinkt. Das hat es möglicherweise gerettet. Gerettet, ne? Okay. Fahren wir mal rüber. Kollege, das reicht, das reicht. Genau, Duisburg, Bremen, Dortmund, Osnabrück, Groningen. Wird schon wieder grün. Das wird zu oft grün hier, Freunde. Ich muss mal ganz kurz meine Brille hochschieben, sonst sehe ich gleich nichts mehr. Oh, die do. Also mit den Ausfahrten, ne? Wie gesagt, wenn man sich nur aufs Navi verlässt, dann ist das eine ziemlich krasse Sache. Da kommt ein Brummi. Na, Kollege, ich fahre mal rüber. Kannst du rein, ne? Kollege, ne? Alles easy. Ich würde mir den jetzt ganz gerne mal angucken, aber das lasse ich besser. Denn, ne? So ein Crash, ne, ist schnell gebaut. Ihr wisst das, liebe Leute. So, wir müssen auf jeden Fall noch geradeaus. Das ist in Ordnung. So, wir fahren 90, ne? Ich hoffe, im Radarkontroll. Der Brummi muss auch runter, sehe ich gerade. Ja. So. Komm, Kollege, ne? Was willst du hier? Ne? Drauf oder nicht drauf? Okay, hier können wir erstmal bleiben. Dann blinke ich mal, ne? Habe ich ja gesagt, blinken ist was für Angeber, aber ne, wenn ich es kann, ne, muss ich zwar, ihr wisst ja, rechts blinken ist so eine Sache, weil da muss ich von meinem Gasfinger. Und das tue ich nicht gerne, ne? Wisst ihr. Ich glaube, einen ganz schönen Scheiß zusammen heute, ne? Aber. Duisburg, seid mir nicht böse, das ist irgendwie, ne? Das sind die Viren oder was weiß ich auch immer. Irgendwas kämpft da gerade in mir und ich hoffe, die Guten gewinnen. Oh, ich glaube, wir müssen rüber, ne? So. Ich kann mich ehrlich nicht erinnern, dass das, ne, meine Autobahnerfahrung ist lange her, aber das ist dauernd hier so, ne, da mal ab, hier und da, das ist, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, ne, so. Wie viel haben wir noch? Nur 3 Stunden. Okay, kommt da einer? Das sieht nicht so aus. Dann gehen wir mal rüber und geben Gas, Freunde, geben Gas, ne, Spiegel 45 hat den ultimativen Gasfinger, ne, das ist, kann Vorteile haben, muss aber nicht, ne. Oh. Mhm. Ja. Der überholt uns mal ganz kurz. Okay. So, wir gehen noch mal hin. Die Bahn so ein bisschen frei ist, ne? Wir müssen uns die wunderschöne Landschaft hier angucken, ne? Das kann man nicht ewig machen, aber. Ja, da ist ein Mähdrescher und so. Oh, wie cool. Boah, geil. Super. Ja, sieht schon echt cool aus, muss ich sagen. Sieht schon richtig cool aus. So. Er geht schon wieder runter, ne? Ich weiß nicht, warum er das macht, keine Ahnung. Ob das in meinem Gamepad liegt, ich kann es gar nicht genau sagen. So, wir fahren fast 90 wieder mal. Also sind ganz gut unterwegs hier, ne? Ja. Ach ja, der Sommer, ne? Sommer, Frühling, Sommer, ne? Also bin ich ehrlich, Winter ist nicht meine Jahreszeit, ne? Also Schnee und Eis, ne? Das ist überhaupt nichts für mich. Was ist hier oben gesperrt? Moment, da muss ich ganz kurz mal rüber. Boah, Alter, was geht denn mit dir, ey?
Aber wieso ist das durchgeixt? Das verstehe ich nicht ganz. Aha. Ja, ganz kurz ein bisschen. Ja, jetzt aber. Ja, Kollege, ne? Du bist aber total verkehrt. Du bist ja noch falscher gefahren als ich. Okay. Ja, und es gibt auch Leute, die fahren noch schlechter als Spiekin 45. Das soll vorkommen. Ist zwar sehr unwahrscheinlich, aber. Pardon, meine Freunde, ich kann es nicht unterdrücken. Ich würde es gerne, aber wenn es rauskommt, kommt es raus. Ne? Aber ihr wollt eine Folge und ihr kriegt eine Folge, Freunde. Solange ich nur halbwegs ein bisschen quatschen kann. Um 2 Stunden sind wir ja schon da. Ne? Mhm. So, komm, Volvo, also Volvo finde ich gut, also der gefällt mir. Auch mit dem weißen Lenkrad und so. Das haben wir schon mal einen Volvo gehabt, Freunde? Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht. Warte mal, ich muss jetzt geradeaus. Naja, wir können hier bleiben. Diesmal können wir hier bleiben. Okay. Was kommt denn da? Ist das ein Taxi? Sieht aus wie eine, na, zumindest die Farbe vom Taxi, ne? Mhm. So, und jetzt erstmal geradeaus heißt es hier in Osnabrück, Dortmund, Amsterdam. 90, ja. Schöne Windräder hier, ne? Ich glaube, wir müssen wieder mal rüber. Richtig? Richtig. Gut. So, dann können wir mal wieder zurück. So. Ich habe sogar geblinkt, Freunde. Habt ihr gesehen? Ich habe echt geblinkt. So, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Da wieder geradeaus. Jetzt wird es hier ganz schön schnell, die Leute, aber es ist aktuell. Mhm. So, bin ich doch richtig, ne? Ja, so langsam kriege ich das mit dem Navi halbwegs hin, ne? Ihr wisst ja, ich bin da schon des öfteren Mal, ne, total falsch gefahren, ne, weil ich mit dem Navi gar nicht klar kam. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich es beherrsche, ne, aber ich bin besser geworden, Freunde. Ich bin besser geworden. Okay, können wir jetzt hier wieder rüber? Hier ist er noch durchgezogen. Der Idiot. Ich hab doch geblinkt, du Penner. 400. Mann. Aber das sind Sachen, die verstehe ich nicht. Mal ja, mal nein. Es gab keine Veranlassung. Ich hätte das gar nicht machen müssen. Das geht mir natürlich schon wieder voll auf den Sack, ne? Der Penner da, ne? Ich blink noch und er heizt mir. Er gibt noch mal Gas, der Penner. Wie heißt das in meinem Nikolaus-Video? Ich wünsche uns allen einen wunderschönen Tag. Ja. Ich weiß nicht, wer von euch mein Nikolaus-Video gesehen hat. Empfehle ich jedem, der ein paar Probleme im Straßenverkehr hat, ne? Und auch sonst, ne? Das ist auf jeden Fall, sind ein paar ja, Ideen drin, die mir immer sehr geholfen haben. Mhm. Wir müssen immer geradeaus. So, jetzt kann ich mir da rüber. Ja, echt, der trottelt mir rein, der Penner, ey. Na, ich wünsche uns allen einen wunderschönen Tag. So, Duisburg, das ist mal, glaube ich, richtig. Genau, wir bleiben jetzt mal hier. Pardon, meine Süßen, ich tut mir leid. Ich versuch's. So, wenn es irgendwie geht zu verhindern, aber mein Mikrofon hat leider keine Mute-Taste. Und davon abgesehen habe ich das Gamepad in der Hand. Da käme ich jetzt eh so schnell nicht dran, ohne einen Total-Crash zu bauen. Ja, das Einparken spare ich mir, glaube ich, heute. Duisburg, da müssen wir, ist richtig, ne? Ich hätte ein bisschen blinken können. Da müssen wir hier dem Autobrummi folgen. Okay, wir sind ein bisschen übers Grün, aber das ist noch okay, finde ich. Ja, mit solchen Riesenröhren, da hast du schon mal ein paar, ne? Navigationsprobleme, so pass mal auf. Okay, dann, Na, fahren wir erstmal ein Stündchen noch, dann sind wir schon da, ne? Okay. So, aber die Landschaft hier, muss ich sagen, gefällt mir echt gut. Ne? Ist schon echt schön, ne? Da sind die Windräder, die finde ich mir ganz besonders gut. Ne? Okay, ich sollte hier nicht großartig rumspielen. Denn ihr wisst, wenn Spielkind spielt, dann wird's fatal. So, der überholt den jetzt. Ich glaube, so dreist sollten wir erstmal nicht sein. Es sei denn, na gut, vor allem jetzt hier nicht in der Kurvengeschichte. Sonst gibt es noch einen Frontalcrash. 400 haben sie uns schon abgezogen, weil ich, ne,
Und der Typ, der mir hinten reingefahren ist und ich muss die Scheiße zahlen. Und Quatsch hier, ey. So. Aber hier darf ich mich aufregen, ne? Das ist nur ein Spiel, ne? Dann, ne? Kostet das Aufregen nichts, ne? Aber im echten Leben mache ich das eigentlich nicht. So, komm hier, ne? Nee, nee, besser nicht. Besser nicht. Besser nicht. Ne? Boah, das sind die Hütchen wieder. Cool, die ganzen Strohhütchen. Boah, die finde ich auch echt geil, ne? So eine schöne Landschaft, ne? Ja, der Wintermod vom Ufo-Mann, der sieht echt geil aus. Aber ich bin, wie gesagt, kein Wintertyp. Insofern finde ich das hier, ne? Wenn man schon die Möglichkeit im Spiel, sich das Wetter zusammenzubasteln, ne, dann hätte ich ganz gerne noch mal ein bisschen Sommer, Sonne und so weiter. Ne? So. Okay, geradeaus. Wir müssen geradeaus, machen wir. Okay. So, Kollege, du fährst jetzt mal, ne? Aha. Dass das hier so hügelig ist und so bergig, vor allen Dingen rund um Duisburg. Das war mir ehrlich gesagt neu, Kollege. Ne? Lass keinen von deinen schönen Autos fallen. Die sieht so ein bisschen aus wie Opel oder was, ne? Opel oder Ford. Oder? Ihr wisst ja, so bei den neuesten Autos bin ich nicht mehr wirklich so zu Hause. Hatte ich ja schon mal in einer Folge erzählt, wo ich über meine Autos gequatscht habe. Ne? Mein letzter Wagen, die gute Kelly, Opel Rekord, 100 PS, 2 Liter, Berliner Ausgabe. So. Ich glaube, wir müssen da vorne auch schon rechts. Das heißt, wir brauchen den Kollegen jetzt gar nicht überholen. Hat sonst eh keinen Sinn, ne? Die Monkeys sind am Schreien. So, Duisburg. Okay, dann fahren wir jetzt mal. Wir blinken hier, ne? Ich weiß nicht, ob das muss. Ich mach das einfach mal. Okay, da habe ich beim Lenken gehupt. Das passiert gelegentlich, weil die Hupe auf dem linken Stick sitzt. Mit dem linken Stick lenkt man auch, ne? Und das kann schon mal sein, dass ich dann... Hupe und da ist ein, wir machen gar nichts. Duisburg. Waren wir schon mal in, ich glaube, wir waren schon mal in Duisburg, ne, Freunde? Ich glaube, wir waren schon mal in Duisburg. In Duisburg, Duisburg, Duisburg. Tralalalalala. So, wir fahren das mal geradeaus. Oh, die Monkeys, ne? Erster, wir waren noch nicht in Duisburg. Mach den Scheiß weg, ich sehe nichts. Muss ich jedes Mal wieder mal. Wir müssen, glaube ich, ein bisschen mehr fahren. Weil, ne, jedes Mal erster, ne, sehe ich da nichts mehr, ne. So, wir fahren. Ah, 66. Lass mal langsam ausrollen. Ich gebe jetzt mal keinen Gas. Ah, scheint aber bergab zu gehen. 65. Okay. So, jetzt muss ich mal geradeaus. Ich hoffe, das ist nicht wieder auf der anderen Seite, weil dann kriege ich das hier nicht mit, wo ich hin muss. So, aber hier sagt der Navi erstmal ganz eindeutig, ne, geradeaus. So, da ist ein Ampelchen, ne? Halten wir mal, ne. Pardon, meine Freunde, ich konnte es nicht unterdrücken. Wir müssen auf jeden Fall geradeaus. Hm. Noch geradeaus und da hinten links. Mhm. Weiß nicht, wie heißt die Firma? NBI? Ich glaube, da müssen wir auch hin. Ne? Oh, müssen wir hier schon links? Wieso dürfen wir da nicht langfahren? Moment, muss ich jetzt hier links? Okay. Okay, das war scheint... Scheint richtig gewesen zu sein. Und hier müssen wir dann auf den Hof, glaube ich, ne? Ja, das sieht verdächtig danach aus. Ja, da ist unser weißer Pfeil. So, jetzt mal ganz kurz gucken. Ja, 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 ja. Aber das ist so eine... Kriege ich das ja doch mit dem Einparken, wenn ich stumpf geradeaus fahren kann. Ich probiere es mal ganz kurz. Leute, ich probiere es mal ganz kurz.
So, Moment, Moment. Lenkrad gerade. Zinn und einmal zurück. So, jetzt gucken wir mal ganz kurz, ist er so nochmal ein ganz kurz. Okay, jetzt sind wir Lenkrad gerade oder wie? Okay, okay, nein! Ich war doch jetzt schon drauf, verdammte Scheiße. Okay, so. So, T, wir haben es geschafft. Meine Leute, ausgezeichnet. Wir sind gefahren. Okay, ich glaube, die Schadenskohle wird uns direkt von unserem Konto abgezogen. Wir sind immer noch Enthusiast, Level 5. Ja, okay, Erfahrung, bla bla bla. Okay. So, oh, wir haben wieder eine Fähigkeit. Wo gehen wir denn mal hin? Okay, wir machen, glaube ich, nochmal Fernfahrten. Vergütung. Okay, so. Gehen wir auf Anwenden. Einen Punkt haben wir gekriegt, ne? Haben wir eine E-Mail oder sowas? Irgendwie keine Ahnung. Meine lieben Leute, dann hoffe ich, dass es trotz meiner angekratzten Stimme euch ein bisschen Spaß gemacht hat. Wir sind auf jeden Fall heile angekommen. Ich habe die Karre sogar halbwegs einparken können. Das war natürlich eine Tatsache geschuldet, dass es da sehr lang zurückging und ich ein bisschen geradeaus fahren konnte, aber auch das musste können. Wenn ich mir so die Leute angucke, die da einmal reingucken, zick, 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 dann drin sind, dann, Jungs, Hochachtung. Ich glaube eher, dass ich das nur bedingt erreichen werde. Gut, ihr lieben Leute, dann wünsche ich euch jetzt einen wunderschönen Sonntag. Und wir sehen uns dann hoffentlich nächsten Sonntag hier wieder. Und ja, in diesem Sinne, ab in die Rinne, Freunde. Haltet euch bereit. Ciao, ciao, seid euer Spiegel 45. Hoffentlich bald wieder richtig fit.